Die Leute da drüben holen sich jetzt eine Leiter. Ich gehe da mal kurz hin, fragen, was da los ist. Ihr kommt einfach mit und das könnte jetzt lauter werden von dem Gerappel hier auf der Straße. Ja, ja, sicher. Ja, hier ist mal kurz einer so nicht aufs Dach gestiegen, sondern einfach nur auf die Leiter geklettert, um mal kurz rüber zu schauen, was da drüben los ist. Hier ist gerade noch ein zusätzlicher Kranwagen angekommen, so vor ungefähr 10 Minuten, just als ich gerade eintraf, sind jede Menge Leute, Bauarbeiter da hinter uns. Und die sind verärgert, weil ihre Frontscheibe kaputt gegangen ist über Nacht. Ach so, deren Frontscheibe ist wohl kaputt gegangen über Nacht und die sind verärgert. Ja, keine Ahnung. Jetzt kommen hier 2, 4, 6, 8 Polizisten. Wir sind hier im Moment zu 2, 4, 5. Also so sieht das halt leider aus. Na? Tag, sollen wir vom RBB noch jemanden anrufen? Ja, was ist denn? Kannst du mal kurz eine Ansage machen, was Sache ist? Naja, die sind jetzt frei genug mit einer Rechtsdeckung, die geltendes Unrecht ist, meiner Meinung nach, einem raus gegen den Denkmalschutz rausgepressten Gerichtsentscheidung, die wahrscheinlich noch nicht mal letztinstanzlich ist, hier die Teile rauszunehmen. Das gibt einen internationalen Skandal, ist es schon. Wie kann man so dumm sein? Die sägen den Ast ab, auf dem sie sitzen. Die können doch nicht gegen Senat und Bezirk hier bauen. Aha. Naja, und die Polizei ist jetzt da, um den Bau zu verhindern? Natürlich, weil da unglaubliche Regressansprüche dranhängen. Die wollen 6.000 Euro jeden Tag, die sie hier verzögert sind. Und der Kani hat schon mal 6.000 Euro bezahlt für einen Tag bei Anschütz, als sie schon mal versucht haben, den Durchbruch zu verhindern. Kani Alawi, der Vorsitzende von dem Verein. Ja, da vorne ist ja, warum ist die Polizei jetzt hier, um den Durchbruch zu sichern? Weil das rechtlich in Ordnung ist. So stinkt der Fisch vom Kopf und vom Fuß. Also die haben das, der Investor scheint das wohl irgendwie rechtlich klar gemacht zu haben, sich nicht. Hier den Durchbruch hinzukriegen. Und jetzt kommt hier auch noch rot-weißes Flatterband irgendwie. Nochmal so ein, zwei.